Monkey Business Management beschreibt sehr einfach und bildhaft, warum Sie als Geschäftsführer oder Führungskraft ständig überarbeitet sind. Was man dagegen tun kann, das besprechen wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ein typisches Problem, warum Firmen oft nicht von der Stelle kommen und die Führungskräfte in diesen Firmen an oder auch über der Belastungsgrenze arbeiten, ist das Monkey Business Management. Um was geht's da wirklich dabei? Jeder von uns, egal in welcher Hierarchiestufe, ob jetzt wirklich der Vorstand oder ob das jetzt ein Teamleiter ist, hat in seinem Tagesgeschäft Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen. Und diese Aufgaben und Probleme werden wirklich bildhaft mit einem Äffchen gleichgesetzt, das man sich hier oben auf der Schulter setzt. Ne? Äffchen. Das Lösen der Aufgaben und dieser Probleme erfordert unsere Aufmerksamkeit, also unsere Arbeitsleistung, unsere Kreativität und unseren Fleiß. Das Äffchen, was also hier auf der Schulter sitzt, ist damit stellvertretend, will gepflegt werden, will gefüttert werden, will gekuschelt werden und verlangt seine Zeit und Aufmerksamkeit. Und da wir von Haus auf als Menschen eher den Dingen nachgehen wollen, die uns Freude bereiten, versuchen wir also dieses Äffchen, was uns so viel Energie kostet, loszuwerden. Das geht mir genauso wie allen anderen. Also ich bin auch lieber zum Beispiel beim Wassersport unterwegs, als dass ich jetzt irgendwelche Buchhaltung machen müsste. Es kostet uns also täglich Energie, die Aufgaben zu bearbeiten oder die Probleme zu lösen, insbesondere wenn es ungeliebte Aufgaben sind. Und wäre es dann nicht schön, wenn es eine elegantere Lösung gäbe, das Äffchen loszuwerden, als sich selbst darum zu kümmern? Richtig, wenn man das Äffchen weitergeben könnte, dass das jemand anders hat, also ein anderer Kollege, Mitarbeiter, Chef vielleicht auf der Schulter hat, dann muss ja ich mich damit nicht rumschlagen. Wäre doch eine tolle Sache. Und dieses Verhalten beginnt bereits in unserer Kindheit. Man findet sofort Argumente, selbst wenn man erst 3 Jahre alt ist, warum irgendein anderer für irgendwas zuständig ist. Dem Bruder oder der Schwester die ungelebte und lästige Aufgabe, den Tisch abzuräumen, die Schuhe zu schieben, ist doch viel bequemer, als es vielleicht selbst zu erledigen. Ne? Und dieses Verhalten setzt sich natürlich im Erwachsenenalter fort, speziell im Berufsleben. In der Verwaltung ist es sogar eine angewiesene Regel, zuerst die eigene Zuständigkeit zu prüfen, bevor man mit einer Aufgabe begonnen wird. Ist man formal unzuständig, ist man das Problem ja schon los. Und gelöst ist das Problem, das Anliegen desjenigen, der da an die Verwaltung herantritt, natürlich allemal nicht. Es ist ja immer noch ein Problem, nur man ist halt selbst nicht zuständig. Und was passiert jetzt in Unternehmen im Vergleich zur Verwaltung? Ein Mitarbeiter steht in der Tür seines Vorgesetzten und sagt, der Router geht nicht. Oder Frau Meier beschwert sich. Oder es wurden die falschen Teile geliefert. Also er konfrontiert sie mit einem Problem, was eigentlich sein Problem ist. Und mit dieser Konfrontation versucht der Mitarbeiter, statt selbst eine Lösung zu finden, diese Aufgabe an Sie als Führungskraft zu übertragen. Und wenn Sie, ja, ich kümmere mich, sagen, hüpft dieses Äffchen von seiner Schulter sofort auf Ihre Schulter. Er ist das Äffchen los und Sie haben neben Ihrem eigenen Äffchen, vielleicht müssen Sie ja einen Bericht schreiben für Ihren Vorgesetzten oder sowas, auch noch das Äffchen mit dem Router auf der Schulter. Also ein weiteres, um was Sie sich kümmern müssen. Und wenn Sie das jetzt in einem ganzen Team, wo Sie vielleicht 5 oder 8 oder 10 Mitarbeiter führen, sich das wiederholt mit mehreren Mitarbeitern, dann haben Sie eben auf Ihrer Schulter eine ganze Affenbande. Und diese Affenbande verlangt Ihre Aufmerksamkeit und Sie kommen definitiv nicht mehr dazu, Ihre eigentlichen Aufgaben zu lösen. Was ist also der Kern des Problems mit dieser Affenbande auf der Schulter und dem Hin- und Herhüpfen von den Äffchen? Im Kern besteht es also aus einer Übertragung einer Aufgabe, also zum Beispiel den Wareneingang zu bearbeiten oder die Materialversorgung sicherzustellen und einer Rückübertragung der Aufgabe an die Führungskraft, weil irgendwas vorgefallen ist, was auf den ersten Blick die Fähigkeiten des Mitarbeiters übersteigt. Und wichtig ist es da der Punkt, auf den ersten Blick, denn die Mitarbeiter sind fast immer in der Lage, das Problem mit entsprechender Anstrengung, Nachdenken, Kreativität irgendwie zu lösen. Nur ist die Rückdelegation an Sie als Führungskraft natürlich immer viel bequemer, als eben diese Energie zum selbstständigen Lösen des Problems aufzubringen. In dem Moment, in dem Sie sagen, ja, ich kümmere mich, haben Sie schon verloren. Da ist es, hops, das Äffchen bei Ihnen. Sie müssen also wirklich lernen, konsequent die Aufgaben dort zu belassen, wo sie ist, nämlich beim Mitarbeiter. Und dazu muss man nicht mal schroff Nein sagen, sondern vielleicht nur eine geeignete Rückfrage stellen. Was ist denn wirklich das Problem und was ist das Problem eben nicht?
Haben Sie das Problem analysiert? Wie kam es denn zu dem Problem? Was sind denn Ihre Lösungsvorschläge, um dieses Problem jetzt zu lösen? Was sind die Lösungsvorschläge, damit dieses Problem nie wieder auftritt? Und gerade diese Frage ist die wichtigste. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Wenn der Mitarbeiter keine Antworten weiß, dann schicken Sie ihn mit einer Fristsetzung zurück, bis wann er mit Antworten und Lösungsvorschlägen zu Ihnen zurückzukommen hat. Das kann auch eine Internetrecherche sein oder ein Anruf bei der IT-Hotline beinhalten. Sie können dem Mitarbeiter, wenn er überhaupt gar nicht mehr weiter weiß, vielleicht noch einen Tipp geben. Aber bitteschön belassen Sie die Aufgabe, eine Lösung zu suchen beim Mitarbeiter und nicht, ich kümmere mich drum. Also nur im Fall von wirklich Abwehr von Gefahren für Leib und Leben, beziehungsweise existenzieller Gefahr für das Unternehmen, wie Brand oder Ähnliches, also Sie wissen schon, was ich wirklich meine, wenn es wirklich an die Substanz geht, dann müssen Sie natürlich sofort handeln und eingreifen. Aber bei über 90% der Probleme, mit denen der Mitarbeiter bei Ihnen auftaucht, lädt er nur das Äffchen bei Ihnen ab. Da brennt es eben nicht lichterloh in der Firma. Und ich hatte Ihnen noch versprochen, auf die letzte und wichtigste Frage zurückzukommen. Was ist Ihr Lösungsvorschlag, damit das Problem nie wieder auftaucht? Unser Lösungsvorschlag sind sauber dokumentierte und geschulte Prozesse, an denen sich die Mitarbeiter auch wirklich orientieren können. Und dazu haben wir eine ganz eigene Playlist erstellt. Starten Sie doch gleich mal mit dem Einstieg in das Prozessdenken. Mit Prozessmanagement reduzieren Sie wirklich locker 80% der Rückfragen. Und für alle Sonderprobleme würde ich den Mitarbeiter seine gefundene Lösung grundsätzlich verschriftlichen und dem nächsten Team-Sure-Fix allen anderen Teammitgliedern präsentieren lassen. Weil so bauen Sie sich wirklich Stück für Stück eine Wissensdatenbank auf. Kombination aus Wissensdatenbank und Prozessmanagement bringt Sie und Ihr Unternehmen wirklich weiter und entlastet Sie als Führungskraft vor allem wirklich enorm. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.